Ja, hallo und willkommen zurück. Wir gucken uns heute mal ein neues Spiel an. Ein neues Spiel am RTS-Himmel. Mal gucken, was es so verspricht. Es geht um Rogue Command. Das wurde mir empfohlen. Deswegen dachte ich mir, Mensch, gucken wir mal rein. Es gibt bereits eine Demo davon, auch wenn das eigentliche Spiel noch nicht released ist. Da warten wir noch drauf. Aber zumindest die Demo, denke ich, können wir uns einfach mal angucken, um mal zu sehen, was erwartet uns hier. Wenn ihr weiter Bock auf diese Sorte Spiele habt, dann zögert nicht, guckt euch meinen Channel an, abonniert den Channel und freut euch mit mir zusammen auf dieses neue Spiel. Fangen wir mal an hier, einfach mal einen neuen Run. Willkommen zur Demo, ja, hoffentlich haben wir eine großartige Zeit. Oh, viel kann man hier nicht machen, also Launch Next Level. Ich habe mir das Spiel noch nicht angeguckt, muss ich so im Vorfeld mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, aber ich nehme an, dass hier wird so eine Art Tutorial werden, das uns ein bisschen an der Hand, an die Hand nimmt. So, wir haben Engineer. Die einzige Möglichkeit, Gebäude zu bauen und kann nur per Drop Pods bekommen oder erzeugt werden. Und es generiert 2 Kristall pro Sekunde. Schön. Robots. Okay. Engineers lives, lose them all and your run is over. Okay, also wenn wir alle Ingenieure verloren haben, ist Feierabend. Move Speed, Sichtradius, Waffenrange in Zellen. Oh, Zellen? Mal gucken. Und 2 Schaden pro Sekunde. Okay, verursacht, greift einmal pro Sekunde an und verursacht 2 Schaden. Ja, soweit so einfach. Was ist das hier? Health Points. Okay, na gut. Wir haben Ingenieur. Wahnsinn. So, okay, wir haben hier Kristalle. Wir haben Ingenieur, was bist du? Ein Baum? Attack Move. Attack Stop. Select to call buildings. Okay, das kriegen wir hin. Ah ja, hier kommt eine neue Karte. Crystal Refinery kostet 500 Kristall. Und kann 5 Kristallkollektoren bauen. Die Karte nehmen wir. Können wir da ist das Gebäude. Okay. Oh, gibt es hier eigentlich einen Zoom? Das ist ganz schön dicht dran. So, ich glaube, das ist ein guter Spot für eine Kristallrefinerie. Müssen wir jetzt hin? Musst du das bauen? Nein, er muss nicht bauen. Es wird einfach so aus dem Himmel gespawnt. Gut. Aber du kannst hier noch so einen Kristallkollektor bauen. Sollen wir das mal machen? Ich glaube, das machen wir einfach mal. Destroy and produce a Kristallkollektor. Na klar, machen wir gerne. Können wir uns hier umgucken? Ja, neugierig, ne? Also gleich erstmal mit unserer verwundbarsten Einheit loslaufen. Was hat man? 40 Lebenspunkte? Ich möchte alles, was feindlich ist, ist gefährlich für uns. So, wir können jetzt Robomarine Factories bauen. First run is starting now. Skill. Mark Grenade. Mana Points. Oh, es gibt Mana Points. Okay, muss in der Robomarine Baracke gebaut werden. Kostet 125. Kristall und der Robomarine kostet 40 Kristall. Und es gibt Upgrade-Slots. Das erinnert mich so ein bisschen am Empire Earth, wo man seine Einheiten upgraden konnte. Sell, get Bounty, get Bounty? Drop Crystal when they die. Okay, die Karte nehmen wir mal. Das heißt, wir können jetzt hier so eine... Kann ich die eigentlich drehen? Wie kann ich die drehen? Rotate? Gar nicht. Na gut, gar nicht ist auch eine Antwort. Zack, bauen wir die mal da oben hin. So. Boom! Schön, wie jetzt alles so vom Himmel fällt. Wir haben einen unseren ersten Robomarine. Oh Gott, der läuft ja. Also die Animationen sind definitiv noch überarbeitungswürdig. So, können wir damit rumlaufen? Können damit bestimmt rumlaufen. Und wir können neue bauen. Okay, Rally Point funktioniert so mehr oder weniger. Da kommt ein Feind. Oh Gott, da kommt ein Feind. Ausweichen. Wo ist unser Robomarine, wenn wir ihn mal brauchen? Run, Friend, Run. Ein Robo-Rush-Beacon. Friendly Units in Skill Range 7 get Rush. Also 50% mehr Movement Speed. Okay, und als Skill hat der, kann einen weiteren Robo-Rush-Beacon erzeugen. Jeder Beacon kann einen weiteren erzeugen. Interessant. Hey, töte den da bitte. Nicht mich. Tötet ihn. Also, geht doch. So, Robo Rush Beacon. Wir bauen mal ein. Warum auch nicht? Den wir gerade gelernt haben, dass hier einfach so Gegner herkommen. Wo ist unser Geld? Ach, da oben rechts ist unser Geld. Ich sehe es. Gut. Das heißt, wir bauen auch nochmal so einen Harvester hier. Je mehr man hat, desto besser, nehme ich mal an. Da kommt noch einer.
Ihr habt ja eine geile Waffenreichweite, Leute. Und schon. Firefly. Okay. Da geht noch was. Da geht noch einiges. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute. Also, mehr Leute her. So, der kann, der hier kann nicht mehr. Das ist wie der Zerg-Kriecher. Ah, okay. Tatsächlich wie Zerg-Kriecher hier. So, mehr Leute. Da kommt wieder einer. Schießt weg. Na also, geht doch. Wie viel haben wir? Ah, genug, genug. Mehr davon. Ich glaube, das hier ist auch irgendwann mal erschöpft. Würde ich jedenfalls so erwarten. Und dann können wir hier mal diese komische Baracke oder was das ist, das Gebäude wegballern. Ja, also wer den Artstyle mag, ne? Ich würde mal sagen, es trifft das Prädikat ganz nett. Er schießt sie alle. Alle platt machen hier. Okay, die Gebäude spawnen also scheinbar. Das heißt, die sollten wir vielleicht mal priorisiert platt machen hier. So, der spawnt nichts mehr. Und der auch nicht. Kabumschen. Okay, Victory. Das heißt, wir bekommen eine neue Karte. Können wir uns was aussuchen? Scheinbar nicht. Wir können scheinbar nur die hier aussuchen. Choose 3 from random comments in the full game. Also in the full game. Okay, wir hätten so einen Stunwalker. Sieht aus wie so ein Protoss. Ein alter Protoss-Walker. Factory Charger. Reduziert alle Unit-Costs. Oder wir kriegen einen Robo-Recycler, den wir mitnehmen können. Gut, wir haben den Robo-Recycler genommen. Also, next level. Gut, jetzt kennen wir das ja schon. Hier schmeißen wir erstmal direkt eine Raffinerie hin. Boom. Und da hauen wir gleich jetzt mal so ein Ding da raus und dann das da. Robo-Recycler Barracks. Gar nicht besser als die da. Was haben die denn hier? 20 Leben, 10 Mana, 30 Leben, 30 Mana. Summons Robo-Zombies. From Robo-Course in Target. Okay, also der muss irgendwas erledigen und dann können da neue Sachen quasi gespawnt werden. Nett. So. Zack. Und gleich jetzt mal zwei Leute ran da und dann können wir hier mal. Achso, haben wir ja direkt einen. Richtig. Dann müssen wir hier mal gucken. Geht's hier runter? Nein, das sieht aus wie eine Kante. Ja. Das ist auch eine Kante. Ah, das ist ja nett. Das heißt, das hier ist quasi der einzige Zugang, den wir aktuell haben. Dann können wir da auch unseren Robo-Rush-Beacon gleich hier oben mit in die Gegend stellen. Oh, mal weg das Zeug da. Und du, Junge, siehst irgendwie aus wie so eine Mischung aus Wally und Eve. Für alle, die den Film Wally kennen. So. Achso, da geht's auch runter. Das heißt, das hier ist ein bisschen gefährlicheres Terrain. Ich hätte gern noch einen Kollektor. Ich glaube, 5 Stück kann so eine Raffinerie vertragen. Also hätte ich gern auch quasi diese 5. Und dann brauchen wir eigentlich nur eine ganze Menge an Robo-Marines, um mal loszubauen. Ach, lasst euch doch nicht abschießen, ey. Man könnte meinen, immerhin kann man dodgen, was jetzt natürlich für Multiplayer ziemlich blöd ist, ne? Oder ziemlich gut, aber das heißt natürlich, dass man im Kampf mit einer Menge Micromanagement beschäftigt sein wird. So. Dann bauen wir uns nochmal so einen Robo-Recycler. Wer weiß, ob wir daraus nicht irgendwelche Leichen gewinnen können. Was sind 80, ne? Warten wir mal kurz. Das kriegen wir, jetzt haben wir einen. Das kriegen wir schon hin. Ja, es gibt auch ein Bevölkerungslimit. Ups, aber das ist natürlich geil. Wenn du hier drauf kommst, dass sofort oben der Dings triggert. Oh, was bist du denn? Auf jeden Fall schießen die schneller. Das ist ja ätzend. Also, Robocores sind meine eigenen. Na gut. Wo ist der? Da ist der Master. Master, hol dir den da mal. So. Jetzt können wir uns eigentlich auch gleich den Sammelpunkt nach da unten legen. Machst du da was? Aha. Wir haben jetzt einen Robo-Zombie. Ist der zeitlich begrenzt?
Sieht so aus, als wäre der zeitlich begrenzt. Also gehen wir mit dir lieber mal erkunden. Bist du eigentlich hier? Power-Up oder sowas? Keine Ahnung. Ich hätte gerne sowas wie einen Geschützturm, muss ich sagen. Das würde mir mal gefallen. Wer bist du? Achso, du bist auch schon so ein Robo-Ding da. Kinas. So. 20 MP, 20 MP haben wir nicht. Du hast 20 MP. Also hol dir dann mal den da bitte. Marsch. Attack. Move. Da hoch. Hast du 20 MP? Noch nicht. Oh, das ist eine ganz schöne langsame Regenerationsrate hier. So, und du machst bitte auch einen Attack-Move da hoch. Ja, mach mal hin hier. Wenn ihr immer mehr. So, ich glaube, wir müssen hier mal vernünftig hinlaufen, was? Würde ich jetzt mal so sagen. Achso, ihr seid die Robo-Zombies. Attack-Move, Randa. Ihr könnt gleich mitmoven hier. Los geht's. Er legt die Jungs. Irgendwann brauchen die nur einen Schuss hier. Genau, lass mal die Zombies da vorrücken. Aber irgendwie sagt mir was, dass diese Teile hier deutlich schneller produziert werden, als ich meine Jungs produziere. Das wäre natürlich uncool. Dann brauchen wir mal eine zweite Kaserne hier. So, Jungs, jetzt holt mal raus das Zeug. Holt mal raus, was rausgeht. Ich glaube, ich habe meine Robo-Angriff-Typen da gerade aus Versehen in den Tod geschickt. Aber das macht er. So gut waren die dann doch nicht. So. Da rushen wir mal. Immer schön in Reichweite halten. Kam noch einer dazu. So, Jungs, Marsch, Marsch. Wir wollen die mal so richtig hier im Schlawittchen haben. Dass dieser Robo-Recycler eine aktive Fähigkeit ist, stört mich eigentlich ziemlich, weil ich bin nicht so der Freund davon, in unendlichen Details alles zu kontrollieren. Also es darf ruhig ein bisschen mehr Automatisierung sein. Vor allen Dingen habe ich gerne Türme, weil ich meine Base gerne verteidigen lasse, anstatt sie aktiv zu verteidigen. Aber da scheine ich hier am falschen Spiel zu sein. Kann ich die eigentlich irgendwie mal auf 0 legen? Geht das? Ja, das geht. Funktionieren beide dann? Nein. Okay, so rum. Kunst ist. Na dann. Auf geht's. Das ist meine Nummer Uno. So, und ihr immer weiter bitte. Oh ja. Feuer frei. Sehr gut. Vorgerückt. So, ab nach oben, Jungs. Aha, die kommen aus diesen kleinen Dingern hier raus, wa? Er scheint irgendwas schießen zu können hier. Sehr unangenehm. Und das gar nicht mal so schlecht. Die haben einen Shitstorm. Wow. Eine Kaserne, die werden wir natürlich jetzt auch noch mal kurz wegschießen hier. Irgendwie habe ich zu wenig Leute, um mich mit dem Dings anzulegen hier. Mit dem Geschützturm. So.
Den werden wir los. Den machen wir noch kurz weg. Und ich wollte wissen, was du hier unten bist. Was bist du? Gehen wir da mal hoch. So, wir haben hier unten eine neue Truppe. Die schicken wir als Verstärkung mal mit. Und dann gucken wir uns das mal an hier. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Attack, so ein, keine Ahnung, Bonusteil. Kannst du die einsammeln? Nee, du? Kannst du die auch nicht einsammeln? Kannst du den einsammeln? Nee. So, Jungs, Attack Move hier oben hin. Mal gucken, dass wir das hier mal durchbekommen. Mal gucken, was wir dann bekommen. Haben wir Kristall eingenommen? Achso, bevor du da jetzt so doof in der Gegend rumstehst. Oder erzeugst du etwa Kristall? Na, ich glaube nicht. Holen wir mal lieber unseren Big Jimbo zurück hier. Gut hier. Bakalaka. Okay, was kriegen wir? Ein Upgrade, eine Karte. Ein Robo-Mikro. Das ist wohl das, was wir gerade die ganze Zeit bekommen haben. Also als Gegner hatten diese kleinen Dinger da. Und wir kriegen ein Upgrade, das wir wählen können. Bounty Hunter, Kill, Generate 15 Crystal. Ja, für was? Okay, Factories kriegen mehr Dingsbums und mehr Radius für Skills und Attacks. Okay, nehmen wir mal Bounty Hunter, dann kriegen wir wenigstens Geld dazu. Assign Upgrade to Card. Ah, okay, unser Robo Marine war bisher so der Standard, den wir hatten, ne? Ja. Das heißt, wir nehmen den hier und jetzt hat der ein Upgrade gekriegt. Okay, na gut. Ich denke, eine machen wir noch. Und dann haben wir mal in dieses Spiel reingeguckt. Und können dann ein bisschen was dazu sagen. So, den hier wollen wir auch noch haben. Refinery too far. Na gut, say so. So, hauen wir gleich mal zwei von den netten Dingern hier raus. Und du kannst jetzt gucken, okay, hier geht's schon mal lang. Hier hinten, da ist auch noch ein Ausgang. Schade, und da unten ist auch noch ein Ausgang. Das ist natürlich nicht so cool. Aber erstmal, wo es dahin geht. So. Wir haben noch ein Refinery. Machen wir mal hier einen schnellen Wirtschaftsstart. Bist du feindlich? Keine Ahnung. Das ist hier so ein halb zusammengebautes Lego-Teil. Oh, da ist was. Bist du 100 Kristall? Na, die investieren wir doch sofort in noch einen Kristallträger hier. Kristallernte. Okay, das hätten wir. Wir können sowieso noch wieder so ein Rush-Beacon hier hinstellen. Dann machen wir das direkt mal. Kann man shiften? Ja, man kann scheinbar shiften. Gut, also ran da. Bauen wir uns mal so ein paar Leute. Und wir müssen ja sowieso durch die Gegend rushen, wie nichts Gutes hier. Eigentlich habe ich gar keine Lust, diese Micro-Robots zu bauen. Dementsprechend bauen wir einfach lieber noch eine zweite Baracke und erledigen alles mit Shira Robopower. Was bist du denn? Ihr seid doch wohl keine Selbstzerstörer, oder? Doch, wir sind Selbstzerstörer. Dankeschön. Gut. So, euch machen wir, legen wir wieder auf die Null. Natürlich auch eine Methode, das Spiel zu lernen, indem das, was fies ist, quasi als erstes gegen einen eingesetzt wird. Dudel. Ein weiter und komm, noch einen her damit. Mehr Crystal. We need more Crystal. Da kommt wieder so ein Teil. Na, aber diesmal sind wir vorbereitet hier. Diesmal wird das nichts, Junge. Wow, Panzer. Oh, die stunnen. Und die haben Schutzschild oder irgendwas in der Richtung. Bäh. Meine Frage, hattet ihr nicht... Ups, was war das denn jetzt? Mark Grenade. Ah ja, danke. Genau, wollte ich gerade fragen, ihr hattet doch mal sowas wie eine Granate, habe ich so im Beschreibungstext gelesen, oder? So, vorrücken. Vorrücken, vorrücken. Was haben wir denn hier? Nee, achso, das ist ein großes Tierchen da. Achso, ein Robohirsch. Robohirsch mit seiner Mannschaft. So, jede Wette hier kommt von hier oben. Wette verloren. Boah, jetzt kommen aber von überall die Heide. Witkor. Na gut, dass die dabei selbst drauf gehen, aber das war schon nicht so nett, würde ich sagen.
Okay, vielleicht sind die falschen. Dann können wir doch mal gucken, was hier diese kleinen Mikros machen. Vielleicht schaffen die ja irgendwie ein bisschen mehr Wumms in der Tüte. Wo ist der Mikro? Da ist der Mikro. Was kannst du denn? Du kannst doch gar nicht viel. 0,6. Und ihr habt 1,3. Irgendwie erscheint mir euer Damage Output ein bisschen höher zu sein. Dafür bist du halt deutlich günstiger. Na gut. Gucken wir uns das halt an. So, und dich wollen wir da mal nicht so stehen lassen, sondern da hinten noch so ein Ding hinstellen, damit wir hier mehr sehen. So, dann nehmen wir euch mal und laufen da direkt nochmal runter. Feuerfrei. Muss doch hier zu schaffen sein. So, wir brauchen mehr von den Leuten. Okay, man muss eigentlich ständig nur Leute nachschubsen. Die können heilen, das ist ja eklig. Okay, solange man so eine... Es gibt mit Spacebar einen Time-Fokus. Das heißt, theoretisch könnte man hier noch viel besser micromanagen. Danke, Zeit. Ich glaube, es wird immer Zeit, dass wir uns irgendwie zurückziehen hier. Die Hirsche stehen im Weg. Das wäre mal lame. Haben wir hier schon 5? Wir haben schon 5. Mehr gibt's nicht. Okay. Diese dämlichen Teile nerven unglaublich. Okay, die für eine Reichweite haben und dann auch noch Slowdown-Effekt. Das ist natürlich hart. Ich sehe schon ein, wir brauchen einfach Masse. Wir müssen hier einfach mit Masse mal so richtig überrennen und den Boden mit aufwischen, würde ich sagen. So, machen wir mal eine große Armee hier. Jetzt in meinem Rushing-Feld hier. Da bin ich schneller. Egal. 7, noch 4. Und noch ein bisschen mehr. Allzu viel haben wir ja noch nicht. Was wir da irgendwie mit reinsetzen können hier. Schneller. Schneller. Wir wollen die Mission heute noch gewinnen. Ich mache mal einfach 2 Angriffstruppen. Das ist die Nummer 1 hier. Und du, ihr werdet dann die Nummer 2. So, mein Rush-Turm ist fertig. Also ab nach vorne mit dir. Genug Rush-Türme hier. Kostet mich ja nichts. Echt wie Zergschleicher. Man darf nur nicht vergessen, dass es den gibt. Wally kann leider nichts mehr tun, weil die Auswahl an Zeugs ist echt begrenzt hier. Können wir euch angreifen? Wir können. Gibt das was? Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt ist der Boss tot, jetzt steht die Herde im Weg. Erledigte. Das sind Roboter. Danke. Kann man die hier kaputt machen? Kann man. Okay. Gut, dann wollen wir mal vorrücken hier. Ups. Guck mal lieber so rum vor. Immer schön mit dem Attack Move vorrücken. Erledigte hier massiv Schaden.
Genau. Diesmal bin ich mehr. Mal haben euch eure kleinen Viecher so gar nichts gebracht. Boom, tschakalaka. So, wir wollen mehr Power haben. Mehr Rush hier. Wir brauchen den Rush wahrscheinlich bis in die gegnerische Basis rein. Also müssen wir noch mal kurz einen Moment warten. Jedenfalls glaube ich, dass das sinnvoller ist, den Rush mit in die gegnerische Base zu nehmen. Dahin können wir hier noch mal ein bisschen bauen hier. Wo kam der denn gerade her? Ups. Nein, nein, nein. Nicht angreifen, Jungs. Nicht angreifen. Hier hinten können wir mal zur Nummer 1 dazu packen. Ach, danke. Da ist noch so ein Hirsch. Und der jagt das Ding durch. Ich sag's euch. Immer wenn ich ja so einen elektronischen Hirsch sehe. So, jetzt rücken wir vor. Klarer Fall von überwältigt. Nur genug Leute, dann funktioniert das auch. Okay. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, war ein schöner kleiner Ausflug. Jetzt kriegen wir Machine Gun Turret zur Verteidigung. Ist nicht wahr. Invincible for the first fist. Okay, freundliche verbündete Einheiten werden unverwundbar für die ersten 15 Sekunden. Und hier spawnt unser Engineer mit 5 Robo-Marines und einem Robo-Recon. Aha. Achso, der kann eine Forward-Base erzeugen. Und hier gibt's Rush Dodger. Rush gives us 20% chance to dodge any damage. Das hier ist... Also 20% heißt, solange wir uns in unserem Rush-Beacon aufhalten, geht einer von 5 Schüssen daneben. Okay, das ist natürlich, also das hier ist unwichtig. 15 Sekunden am Start. Da müssten wir schon unseren Robo-Master hier direkt, unseren Engineer direkt in die feindliche Base reinschauen, damit das sinnvoll ist. Personal Protection, ich weiß nicht wie stark, also ein Robo-Raycon macht schon so ein bisschen Aua. Ich weiß nicht, wie gut so eine Robo-Forward-Base ist. Keine Ahnung, was die kann. Kann man das sehen? Nee. Kann man? Nein, jetzt habe ich den gewählt. Ne? Ach, na gut, okay. Da gucken wir noch mal kurz rein, was der kann. Aber das, die Partie spielen wir definitiv nicht zu Ende. So, hervorragend. Du kannst jetzt eine Skill-Base bauen. Aha. Okay, das ist einfach nur so ein Geschützturm quasi. Okay. Mehr ist das nicht. Ist ein Geschützturm. Ja. Unsere Robo-Forward-Base. Okay, dann hätte ich wahrscheinlich doch den Dodge-Chance definitiv besser gefunden. Gut, aber egal, wir haben es jetzt hier. Yes, abandon. Wir haben es geschafft. Wir sind einmal so durch das Dings durch, das Tutorial. Von daher freut es mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Spiel so schnell nicht wieder auf den Schirm legen werde. Von daher bildet euch eure eigene Meinung. Habt Spaß und noch einen schönen Abend, schönes Wochenende und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Anime Zensis.